Hallo, hallo und willkommen bei Pwn HBar. Ich bin euer Begleiter Syl und wir sind heute nicht mit Randoms unterwegs, sondern mit euch, den Abonnenten. Eddie ist auch mit von der Partie. Und Ricardo wieder verpennt, der Drecksack. Ja, Ricardo hat eiskalt verpennt. Fick dich, Ricardo. Nö, der ist dreckig und haarig. Oh ja, Eddie, aber richtig. Dreckig und haarig, ja, so hat der Eddie gehen. Ja, komm ich irgendwann mal, bestimmt, keine Angst. Ja, dann scheißt er die eiskalt unter die Briefmatte. Ja, oder die Fußmatte und fress in den Kühlschrank leer und geh dann heim. Oder zu Mike und fress da den Kühlschrank leer, irgendwas. Oh, wenn nicht? Mein Kühlschrank ist immer leer. Gut, dann kommt die Fußmatte, ist mir auch egal. Na, aber sein Tiefkühlfach ist immer voll. Das ist, ja, super. Das meine. Jetzt kriege ich ja nicht leer gefressen. Weil ich mir die Zähne aus einer Tiefkühlfach... Dann kannst du leer lutschen. Ja. Lecker, so. Salami-Pizza, leer, Apropos leer lutschen, schöne Grüße an Himmelschwinge. Oh, das ist hart. Das ist Hardcore, ganz genau, Rikard, das ist Hardcore. Mike, wir sind blau, wir gehen runter. Jo. Wie ihr sicher gerade festgestellt habt, ist Ricardo und Jenny Co-Moderator oder Co-Kommentator. Yes. Ja, die beiden sind nämlich eiskalt ein bisschen zu spät gekommen. Eiskalt, alleine. Jo. Ja, mit Absicht sogar. Haben gesagt, nö, ja, jetzt kommen wir, haben sie gesagt. Dann, wenn sie es am wenigsten erwarten, dann kommt. Ist der Slap You überhaupt auch im Chat? Natürlich. Ja. Okay. Das ist der Paul. Der Paul. Der konzentriert sich nur sehr stark. Pause. Der redet dann nicht. Focus! Ja, Multitasking. Nicht so richtig. Ich weiß nicht so, ob ich mein richtiges Dune-Bild genommen habe. Den spielst du, Eddie? Weiger. Ah. Kannst du den? Natürlich. Gehen wir nicht in den Busch. Wenn du das möchtest, können wir das machen, aber mit den zwei Sushi sind wir da instant down. Stimmt. Mike, du bist der Tank, geh vor. 30 Sekunden bis da ist Cyan. Und Vladimir. Wie sieht überhaupt die neue Skin aus? So, meine Damen und Herren, sieht eine scheiß Idee aus. Wieso? Ich lebe noch. Noch. Wie er Geistern macht. Sehen, wie ich noch eine reingeplatzt habe. Eiskalt, ich hätte eiskalt töten können, wenn er hätte können. Wie denn immer wieder ein Gips, ey. Natürlich, ich kann Weiger spielen. Oh mein Gott. Glaube ich. Erste Mal, Leute. Hey. Ich spiele übrigens zum ersten Mal Fiddlesticks, nein. Das ja, und gleich und gleichen Skin gekauft, wa? Genau. So rennen, dann geht doch nicht, zu früh für eine Aufgabe. Ja. Um, am besten auch noch den Fiddlesticks mit Riot Points gekauft, oder wie? Ja. Natürlich, natürlich, Attacke. Erzählt mal ein bisschen was von euch. Also ich bin dafür, Paul hier macht den Anfang. Wieso mache ich denn schon wieder den Anfang? Ich durfte Mike, Ladies first. Los, Jenny, erzähl mal was. Und danach Lisa. Also ich bin auch eher nicht dafür. Ja. Eigentlich wollte ich nur so kurz, dass ihr euch vorstellt, so namentlich. Also, dass ihr uns tatsächlich abonniert habt. Ja, ich hab euch abonniert, wusste ich gar nicht. Ah, okay, also ihr habt ja gleich was Skype abonniert. Ich hab euch abonniert, natürlich. Ja, natürlich. Hm. Haben wir jetzt eigentlich schon mal die 500er Grenze hier? Nö. Nee, wir sind immer noch vier davor, glaube ich. Ricardo vertreibt die immer die. Also wenn das Video hochgestellt wird, haben wir wahrscheinlich schon die 500er Grenze knackt. Also ich denke mal, das wird so in ein oder zwei Wochen sein. 496, oh mein Gott. Das ist alles Eddies Schuld, ey. Wieso? Ja. Darum. Weil du ein Charisma-Bolzen bist, Eddie. Irgendjemand muss Schuld haben. Ja. Ich Karin, das heißt Schmeig Mike Schambolzen. So heißt das Wort, das du suchst. Ingenieur, Schama. Ne? Eddie, Ingenieur, ja. Chance. Fick dich, Eddie. So. Die können auch reden, während sie spielen. Ja und? Das liegt nicht daran, dass du ein Kerl bist. Ja, nee, wir spielen nicht theoretisch nicht, wir verlieren. Was? Ja. Ich spiele. Also das mussten wir uns ein bisschen angewöhnen, dass wir neben dem Zocken noch ein bisschen reden, wenn wir aufnehmen. Das Mike ist ein Fluch, du fängst mit dem Spiel an, sofort bist du ja, an. Gibt schon Sinn. Ja. Fick dich, Vladimir. Du hast mal Kaktus gefressen. Na, das ist alles noch viel schwerer, wenn man allein. Ich werde gebürstet, Daddy. What the fuck? Alter, ja, leck mich. Richtig. Das ist noch viel schlimmer, wenn man alleine aufnimmt. Wenn man dann anfangen muss zu reden. Super, Eddie. Oh, ich habe keine Assist bekommen, natürlich nicht, meine Damen und Herren.
Mike, jetzt kommt eigentlich dein Part, wo du schreibst Fail. Richtig. Oh lol, eiskalt den falschen Schirmchen erwischt. Tja. Eddie hat eine Wand. Ja, wir sollten da langsam mal die Miss Fortune. Gut, er hat schon 94 angeschaden. Oh, ich brauche noch ein bisschen. Oh, Ricardo, ein neuer Livestream ist draußen. Von SK Gaming diesmal. Ja? Ja. Mag die dich. War ich auch nicht irgendwie, aber trotzdem. Die spielen auch ganz anders. Gucken wir lieber CL Gaming an. Ja, als Counter Logic Gaming. Was? Es gibt noch einen anderen Kanal als euch? Nö. Nö, Schleim, die machen so. Schleim. Ja. Ja, Simon, das kommt nicht gut. Keiner mag Schleimer. Ja. Sowas. Nein, keiner mag Schleimer. Ja, das stimmt. Attacke, Eddie! Attacke! Ich hab Mana! Was soll das? Oh, ich bin jahrhundertelang gestunt. Ich hab den noch Mana geschossen. Ja. Hä, was ein Durcheinander, ne, Daddy? Bitte, was? Hä, bitte? Bitte, hä? Hä? Wie bitte? Nein. Hä? Pass mal auf. Oh, jetzt stirbt Eddie. Stunt tot. Oh mein Gott. Wieso hat er dich nicht gestunt, der Trottel? Kommt jetzt kein Fail zurück, also ich erwarte es ganz schon. Oh Mann, ich sehe schon, es ist wieder so eine epische Runde, finde ich, mit Ramos. Irgendwie ist deren Stream nicht online, Mike. Nö? Nö. Ja, ich habe vorhin erst ein Game angeschaut. Kann sein, dass er die Pause macht. Es gibt keine Pause. Nö. Ich geh mal kurz shoppen. Wie ich gesehen habe, hat aber CK ihn angeschrieben, fand's recht lustig. Sowas von billig, ey. Das ist genauso wie der von wie der Kaox, ne? Ja. Mit seinem Textdokument im Hintergrund. Das war auch hart, ey. Ah. So ernsthaft, wie kann man denn so offensichtlich um Biopoints betteln, ne? Der hat ja richtig gebettelt darum. Ja, natürlich, das war richtig so. Bitte gib's mir, lol, tu. Gib's mir. An die Leute, die jetzt nicht wissen. Ja? Ja, bitte? Ich habe irgendwie 10.000 Einflusspunkte oder sowas. Ja, ich keine Riot Points. Du musst dich sparen. Yep. Nee, du bist noch nicht Level 20. Ich weiß nur, dass ich mir ein ordentliches Runbild kaufen kann. Sie ist glaube ich Level 18, ich bin mir nicht sicher. Yep, also sparen. Ja. Ja. Haben wir der Jenny auch gesagt, hat sie nicht gemacht. Natürlich hat sie es gemacht. Sie hatte doch 18.000 Punkte oder so. Oh. Nein. Wir kommen, ja. Nein. Sehr schön. Oh ja. Ich krepier wieder. Oh mein Gott, Eddie. Oh mein Gott, Eddie! Oh Mike, jetzt wird's aufgeschlagen, wäre er tot gewesen. Ah, der geht noch im Sack in seiner Stunnerei. Jetzt kommst du mit. Jetzt kommst du mit. Ja, mein Spot hält noch nicht lang genug. Oh mein Gott, ich glaube, er will mich. Mach dein Schild an, mach dein Schild an. Er will vielleicht, wenn er vom Tower attackiert. Piu Piu in den Arsch. Nicht aber er ist kalt. Du hast dich alles getroffen. Ist er noch gestorben? Tower einfach das Schild anmachen, Mike. Damit sie dich angreifen, liegen sie sofort einfach im Tower drauf. Wie heißt der alle in-game? Sag mal kurz. Mike, der macht das. Nee, kann er nicht. Freednos. Doch, kann er. Warum auch immer. Der Mike. Kann er nicht. Mit einem halben Balken AP kann er dich nicht fertig machen, Mike. Nein. Heißt der irgendjemand von euch Trind, Ash oder irgendwie sowas? Ja, der einen Trank benutzt, Eddie. Was kann die dafür? Nö, die hören ja nicht zurück. Gut, wenn niemand zu heiß, lehne ich ab. Abgelehnt. Bitte Ricardo zu. Was? So, ja, Eddie, ich. Eddie, hau ihn weg! Eddie! Eddie, du Lobop, du bist ja erst bei 307. Lobop. Ja, er spielt auch nie. Ja, Lobop, sag ich ja. Es gibt ja Leute, die können arbeiten, Ricardo, das kennst du nicht. Ah, jetzt komm ich mal wieder. Gucken wir uns mal seine Spielhistorie. 11-12 mit Weiger. Für mal 4-5 mit Balsaha. 2-8 mit Cannon. Mann, du warst mal besser. Du warst mal besser. Ja, Ricardo dachte auch Urlaub gehabt. Ey! Richtig. No, Bob. Machen die einen Elf in der Mitte auf einmal? 300 mal 10 mal 100 Damatina. 300, wow. Okay. Wie die sich natzen lässt. Das ist eine scheiß Idee. Juhu, ich bin Level 6, endlich. Soll ich dir helfen? Aufpassen, Ramos.
Ramos kommt nie hinterher oder was? Penny. Ja. Ramos kommt und Miss Fortune auch. Soll ich helfen? Ja, Mike, das müsstest du jetzt sehen, wie sie hier abdämst, Jenny. Oh, wie süß. Nein, das heißt 101 dann Martina Chiara. Ein Gegner wurde getötet. Oh. 103 mal ist dann Martina. Gibt's bestimmt auch. No. Das ist dann der dritte Teil. Ah, oh mein Gott. Ah, ja. Ja, ich würde mal sagen, Battlefield owned. Wer spielt wen? Ich spiele Ramos. Ramos? Ich spiele Vega. Okay, Eddie spielt Vega. Ich bin nur einmal gestorben bis jetzt. Dann irgendjemand spielt Fiddlesticks, das habe ich noch soweit mitgekriegt. Und die anderen beiden? Die von hier. Ich spiele mit Chaco. Und einmal Nash. Wie gesagt, ich spiele mit Vega. Nein, du spielst Fiddlesticks. Nein. Wer weißt du das? Ja. Boah, der weiß, wer Vega spielt. Skill. Skill, Digga, Skill. Ja. Oh mein Gott, Digga, ich krieg die Krise. Nee. Auch wieder leuchtendes Beispiel, also ich und Ricardo waren letztens bei McDonald's in Bild steht. Oh mein Gott. Sag das bloß. Alter, schlimm. Ich kenn sowas nicht, ich komme aus Köln. Ja, ich kenn sowas nicht, ich komme aus Köln. Ja, natürlich nicht. Da sagt auch kein Schwanz, Digga. Auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Waren wir da an diesem besagten McDonald's im Bild steht. Und dann war da jemand. Das sah sogar recht gut aus. Ja. Der Schichtführer und der Angestellte. Ey, yo, Digga, ey, krass, Mann, Laden, Alter. Yo, Digga, dann, du hast es nur gehört. Ich denke mir, was für ein Assi-Puff bin ich hier gelandet? Und der hat die Pommes gemacht. What the fuck? Alter Vater, ey. Vorsichtig. Die ganzen Leute schon total am Gucken, ey. Und der so, ja, krass, Digga, Laden. Dass er nicht angefangen hat, von irgendwelchen Ott zu reden, ist mir auch schon wieder echt traurig. BTF, wieso sterbe ich immer? Hey, weil du dich ownen lässt. Wenn man's nicht kann. Bist du Zahn? Hast du eigentlich mitgekriegt, dass der hast du Ott? Mein Kumpel Hammett hat gesagt, du hast gute Ort, Ott. Gute Ott. Oh, nein. Oh mein Gott. Schwör für 20 Jahre. Komm jetzt, hey, nein, da kommt. Mein Freund hat heute gerade mit mir Schluss gemacht, ja? Schön für dich. Willst du wissen, wie passiert ist? Nee, eigentlich nicht, Mann. Ich erzähl dir trotzdem, du Hund. So, ich mal shoppen halt. Ja, klar. Nur wegen dir, nein. Dem Sion haben wir es gerade episch gegeben, meine Damen und Herren. Ja, aber noch ein paar AP haben da noch gefehlt. So, Jenny, dann lass uns beiden mal eine Runde spielen. Ja, bei uns sieht es so aus, als ob es eh gleich vorbei ist. Es steht 3-9. Ja. Der erste Tower von uns. Ihr braucht ja eh noch ewig. Komm, was wollen wir spielen, Jenny? Der Shop willst du normal oder willst du Eurandom All mitspielen? Hab ich auch schon gemerkt. Was willst du spielen? Jenny? Hast du die episch vielen Einflusspunkte bemerkt, die du jetzt hast? Oh. Ah. Aber ich kann den Shop nicht benutzen. Oh mein Gott. Bitte schön, Jenny. Ich hast du uns dann Ich war auch zu spielen. Oh, so, Jenny, was wolltest du jetzt spielen? Sunfall wäre geil. Ja, der. Na, ey, wann der Tower draufgeschossen hat, meine Damen und Herren. Ich bekomme Kind ernsthaft. Aber das Flo hat auch geholfen, danke. Normales Spiel, eigenes Team. Ich wünsche ich jetzt. Richtig. Okay. Wie viele AP-Leute haben wir da? Dann bin ich auch richtig geil hier, ja. Hat sich angelandet, ne? Wie Jenny sich eiskalt gemutet hat, da kein Problem. Ja, oben SS, ne? Ist jetzt gemutet. What the fuck, Eddie? Hä? So, du warst gar nicht im Fight? Ich bin nicht in Gefahr, Mike. Ich hab einen Käfig. Ich hab einen Käfig. Er hat eine Dark-Hupe auf. Jetzt Käfig. Oh. Ihr wisst doch gar nicht, was Darkroom heißt, bevor ihr mich hier gehört habt. Wollen wir auch nicht, also von daher. Ich weiß ja nicht, was du für sexuelle Neigungen anstrebst. Mein Gott, geht er mir am Sack. Halt ihn da. Nein, Mike. Ja. Jenny will Irelia spielen. Alter Vater. Ja, in der Mitte ist jetzt ein Fortune, ne? Vladimir habe ich eiskalt mit Blitz gekillt, meine Damen und Herren. Bäm! Voll in den Arsch. Voll eiskalt. Und, ja. Ich hab Angst. Lass mich nicht alleine. Ich glaube, der ist im Stimmbruch. Ja, ich glaube auch. Yep, ich glaube auch.
Ich glaub nicht, ich weiß. Oh mein Gott. Wir stehen da alle Gott. So im Busch. Oh. Aber dein Epic. Ich hab's doch gerade erst gesehen. Aber dein Epic Death hab ich drauf. Slap you. AKA Paul. Jetzt ist er wieder voll am Spasten und ich bin schuld, oder was? Ey, du bist ein Kackkind, ne? Ah, jetzt hat sie es dir gegeben. Yep, eiskalt. Ja. Da kennt sie nichts. Ich glaub, da kriegst du jetzt ein Paradies. Jetzt alle zusammen, weniger sterben, mehr töten. Ich und Mike machen gut vor, ihr müsst nur nachmachen. Hä, ich dachte, man muss sterben bei dem Spiel. Nee. Ich glaube, ich habe da irgendwas falsch verstanden. Ja, nicht sterben ist schon richtig. Alleine ist immer gut. Oh, woher wusste ich das? Schade. Oh. Komm an den Tower. Ich bin bei dir, Mike, ich bin bei dir. Das will ich nicht sagen, die haben mich gerade eben auch schon einmal getort, ey. Epic. So, mal gucken. Der Wladimir hat sich zuerst Rilas Kristallzepter, ich krieg die Krise. Ja, weil er so eiskalt von auf den Sack kriegt. Ah, oh, schade, Eddie. Miss unten, er ist hier in der Sofa. Ich hätte was ja auch Irelia zum Anfang genommen. Ja, und ist komplett Miss, also hab das hoffentlich mitgekriegt. Was? Eine tolle Taktik für den blauen Sack wäre, wenn du dir mal einfach Worts irgendwo reinpackst. Was möchtest du? Eine tolle Taktik. Worts. Ja, wenn du einfach Worts in die Büsche packst. Oh dann mein siehst Gott, du auch vorzeitig und kriegst ja. Vielleicht auch das Miss, was die ganze Zeit angesagt wird mit. Ach, scheiß Gegner, Team Checo. Echt? Oh, ich hasse Ramos. Ich glaube, der will mich verfolgen. Den Ohnen wäre richtig weg, den Vladimir. Ja. Vladimir, der freie Anführer, ne? Oh. Das ist überhaupt ein hässlicher Skin, der Biker Vladimir, ernsthaft. Aber, die Tower an dich, wenn du gleich einer kommt. Jawohl. Oh, fick dich, Sion, ernsthaft. Oh ja. Es kommt ja bald schon wieder ein neuer Champion raus, ich versteh's nicht. Die pumpen das wie als... Warum? Jetzt wäre das so eine Ballmaschine. Wum. Bald kommt jetzt wieder so eine raus. Ja, ist doch toll. Ne? Irgendwann hat. Ja, irgendwann hat ein jeder einen neuen seinen eigenen Champ. Was war das halt? Bist du Mike oder soll ich? Ja, ich brauch den, leider. Nimm ihn. Danke. Ja, ich habe eh erhöhte Magie-Mana-Regeneration. Ja, ich kam irgendwie nicht mehr fürs Umskillen, haben wieder was dran geändert. Es hat wieder episch geleckt, war richtig super. Los Jenny, die haut wir um. Oh mein Gott, Vladimir! Der soll noch warten, ich hab erst in 40 Sekunden meine Ulti da liegt. Miss beide bei uns, ne? Schön. Gut. Hast du das Gefühl, Miss Fortune und Alistair sind AFK? Mach mal passiv, Mike. Geh mal ja. Shoppen. Ja, klar. Erst den Stun. Ricardo, sie haben den Sonnenfeuermann billiger gemacht. Yes! Nur leider haben sie das einmalig immer noch nicht weggenommen. Oh, jetzt können wir unsere Sunfire-Taktik immer noch nicht wieder. Das war immer so. Also ich würde die so gerne mit Ramos spielen, die Sunfire-Taktik. Das ist bestimmt richtig fun machen. Mit Ramos trotzdem mal irgendwie fünfmal Sunfire einfach um das Leben und die Rüstung. Ich weiß, das bringt nicht viel, aber... Halt dann kannst du dir auch Radios oben oder so holen, da ist wenigstens noch Live-Rack mit drauf. Ja. Mike, ich komme, Mike! Natürlich, da ist keiner mehr. Wusste ich doch. Mach dich unsichtbar und hart! Ja, komm. Vier, Schwabe, Vogel, irgendwas! Da konnte ich jetzt nicht wieder viel. Oh, wir müssen... Ah, super, blauer Sack hat eiskalt gehört und sieht diese Leute. Doch, sieht sie. Ich weiß nicht. Soll ich mir einen Warp holen? Stunfile und weg, Stunfile und jetzt ist eh vorbei. Ah, oh, schade. Ja, meine Tastatur, die sie. Wir haben eine Miss Fortune im Team, die zum Anfang 10 Fähigkeitsstärke hat. Oh, oh mein Gott. Die ist immer. Ja, bestimmt. Lauf, kleiner Vega, lauf. Sion, nö! Böser Fiddlesticks. Gehen wir jetzt einfach alle mit, oder was? Okay. Der hat sich weggefahren, nein. Oh, krass. Oh mein Gott, ey. Nein. Oh, so eine Scheiße. Wer wurde jetzt als getötet? Ich hab gerade eine eiskalte Doppeltötung. Ich hab mal links an der Seite. Eddie! Eddie Nosa! Eddie! Nein! Eddie ist tot.
Und nochmal eine Fiddlesticks Ulti. Ja, haha, wie du eigentlich. Du kannst dich auch bewegen, wenn du die Ulti hast. Jetzt hättest du mir's vorher schon eigentlich fehlen können. OMG. Ja, warum hast du nicht? Ich hab den Blutrausch zu Ende gemacht. Der hätte sich 2 Meter nach vorne bewegen müssen, wäre Miss Fortune auch gestorben. Sie hat noch Hälfte Leben, oder? Nein, sie hatte einen Balken HP. Wenn ihr nicht ins Gift rennen. Aber hast du gesehen, wie ich den Flatter und den anderen Eiskalt weggenatzt hab? Ah. Mute mich mal eben. Ja klar, viel Spaß, Ricardo. Schön abputzen danach, kennst du ja. Ja. Sonst gibt es ja Flecken auf dem Schnuffeltuch. Schnuffeltuch. Ja, du sagst, der Ricardo geht. Aha. Follow me, Mike. War nicht schon du wieder nicht überhaupt. Mike, du bist von Wölfen verfolgen. Ja, ich weiß. Kommt denn euch Bauch an Unterhängen von meiner Seite. Irgendwie hätte ich gerade mehr Fähigkeiten stärken. So schlecht war ich noch nie mit Fiddlesticks. Ach dumm, da hoch. Ja, wir kommen schon. Mike, folge mir. Ja, klar. Du hast auch Bits ready, Mike, oder? Nein, leider nicht. Erst in 105 Sekunden. Aber ich hab gleich wieder Autofahren ready. Ah, oh, so eine Scheiße. Hinter uns ist ein gegnerischer Ramos. Jetzt eine Fiddlesticks-Ulti. Ja. Nee, sie haben doch nicht an. Hey! Ah, oh, so eine Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Schweige dann weg. Ja, bin ich tot. Paulo. Ja. Ich noch nicht. Ein Verbündeter wurde getötet. Solltest du mal rennen, ja. Oh, wie wenig haben wir da Ramos. Schade, Eddie. Ach, also sie kann Miss Fortune spielen, auf jeden Fall. Ja, sie kommt feige von hinten und knallt uns alle ab. Ah, so wie man sie spielen muss. Ich kann ihn, aber doch, Ramos krieg ich. Nicht, ja. Kriegst du nicht. Hau da ab, mein Platz, Mann. Das ist eher zu gut. Hast du überhaupt Schuhe mit Fiddlesticks? Allein der Versuch war schon krank. Ja. Ich bin krank. Wieso hast du noch keine Schuhe?